Ich habe hier ein One Wheel Pint in Mintfarbe. Das gefällt mir aber nicht so sehr. Ich meine, es ist nicht so schlimm, aber ich habe es gebraucht gekauft und ich möchte es in fluoreszent orange haben. Und auf dem Grip Tape habe ich gesehen, so ein sehr coole Topographie Muster von Craft and Ride. Die sind aber verdammt teuer. Und auch die Bumpers und Fender zu tauschen, das ist auch extrem teure Sache, speziell hier in Österreich. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich werde das einfach malen mit Spraydose und das Topographie-Muster mache ich mit einem weißen Marker. Also los! Ich habe gekauft Neon Orange von Edding. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Farbe wird, was ich wollte, aber wir fahren kurz schauen, wie das in Wirklichkeit ausschaut. Nicht so schlimm. Zuerst muss man das Zeug zerlegen. Ich werde zuerst den Primer auftragen, dann die Farbe. So, ich habe mir das ausgedruckt von einem Foto mit dem Grip Tape und jetzt muss ich das irgendwie hier übertragen. Okay, also ich schneide das Weiße raus
mit dem Messer und danach kann ich mit dem auf dem Grip Tape drüber gehen. Ich mache gerade einen Test. Statt die weiße Linie komplett rauszuschneiden, schneide ich nur einmal auf der Linie und dann fahre ich auf der Kante von Papier mit dem Marker. Und wenn es funktioniert, dann wird es viel schneller gehen. Das ist aber. Das war ein langer Tag, aber ich bin voll zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Insgesamt habe ich gespart, glaube ich, 1000 Euro. Ja, 1000 Schenken, nee, das war ja wohl. Was die? Rüde. Das zweite werde ich auf Kamera machen. Verstehst du?